Ende der Sendung doch noch mal, weil ich es anfangs angesprochen habe, auf die Rolle der Medien zukommen. Die Medien spielen ja auch in der Debatte eine bestimmte Rolle. Nicht nur bei Pegida herrscht ja so der Eindruck vor, da wird eigentlich nicht geschrieben, was gedacht wird. Bestimmte Themen werden falsch akzentuiert, falsch betont, falsch angesprochen. Ist da was dran? Sie sind ja nun prominenter Medienschaffender seit Jahrzehnten und können das auch. Also auf ich bin ein Teil der Gänsefüßchen Lügenpresse und habe dazu eine differenzierte Meinung. Auf keinen Fall gibt es eine Gleichschaltung der Medien. Das weiß ich seit Jahrzehnten als Insider. Da ist niemand, der alle anruft, alle ARD und ZDF und Illner und Ding und so. Das ist die Denke oder so. Das hat sich alleine entwickelt. Das hat diese Gleichschaltung der Berliner Politikszene mit vielen Medien, die hier sitzen, das hat sich alleine entwickelt. Und da gibt es schon Dinge, die mich beunruhigen. Aber wie gesagt, keine Gleichschaltung. Aber woher das Misstrauen? Ja, weiß nicht, die Wortwahl spielt zum Beispiel. Jetzt schimpfen doch oder nörgeln die Kollegen alle herum an der Wahl in Polen. Ja, sagst du, die Rechtspopulisten haben gewonnen. Furchtbar, anderes polnisches Volk muss her. Oder in der Schweiz hat die SVP 30%. Das ist eine rechte Partei. In vielen Medien, ich will auch nicht verallgemeinern. In vielen Medien heißt es dann immer, die Rechtspopulisten haben gewonnen. Was ist das denn? Das ist eine rechte Partei. Die haben rechte Parteien, das ist eine rechte Partei. Und dass da immer sofort dieses Giftwort Populisten angehängt wird, bei fast allen Medien, Populus, das Volk, alle Macht geht vom Volke aus, steht im Grundgesetz, das verstehe ich nicht, wie man das als Schimpfwort nehmen kann, was am Stammtischen geredet wird. Da sitzen wahlberechtigte Leute, was die Leute denken, diese Einhellung, völlige Vernichtung mit Rechtspopulisten, das stört mich zum Beispiel. Und was ich glaube, was Pegida-Menschen stört oder auch Jäger, jetzt bleiben wir bei den Jägern, ich gehe mal weg von den Pegida-Hinterherläufern. Es gibt da Leute, die jagen, die sind nicht sehr populär, sind da viele Journalisten finden das unmöglich, dass die Jäger sind. Sagt mir kürzlich ein Jäger, wenn ich meine Position als Jäger in einer Fernsehvolksumfrage vertreten sehe, dann ist das ein ganz primitiver, stiernackiger, ekelhafter Prolet, der da rumredet. Die suchen, das ist die Frage, wie Medien sich bei Straßenbefragungen, bei Zeugen, Leute aussuchen, die sie vielleicht in eine negative Ecke stellen wollen. Das hätte ich anzumerken. Sie nicken, das ist auch Ihre Sicht der Dinge. Absolut recht. Aber wir haben nie eine solche Krise gehabt, auch der Medien, wie im Augenblick. Also sind da ernsthafte Versäumnisse und hat man zu schnell reflexhaft auch auf Seiten der Medien reagiert auf bestimmte Erscheinungen? Finden Sie, dass die Medien in einer Krise sind? Es gibt eine Vertrauenskrise, die ist ja notorisch. Also die kann man ja auch belegen mit Umfragen. Das wird Ihnen jeder bestätigen. Das ist ja nicht nur so, dass einige Leute auf der Straße schreien, Lügenpresse, sondern Sie merken es, sprechen Sie mal mit Chefredakteurinnen, Chefredakteuren oder anderen über Abbestellungen Ihrer Blätter, über Vertrauenskrisen und so weiter. Das ist ja längst Gegenstand von Untersuchungen. Und es ist so, dass dieser Berufsstand, dieser Teil, der ja für Demokratie nicht unwichtig ist, die Medien in einer Gesellschaft, dass die in Deutschland durchaus sehr viel kritischer gesehen werden als noch vor 15, 20 Jahren. Na gut, aber da hat sich natürlich die Welt in der Tat auch aus anderen Gründen sehr verändert. Also die Digitalisierung hat wahrscheinlich mehr Einfluss auf Abbestellungen als der Ärger über eine vermeintlich unfaire Berichterstattung. Da ist die gesamte Medienlandschaft im Umbruch. Viele junge Leute folgen gar nicht mehr den klassischen Medien, sondern haben längst andere Formate. Sind die glaubwürdiger? Nein, sie sind sicher nicht glaubwürdiger. Ich glaube, wir würden uns auch irgendwann Qualitätsmedien wieder zurückwünschen, wenn man jedem Blog nun glaubt, wo jeder, der irgendetwas schreibt, so tut, als wäre er ein Journalist. Journalist ist schon ein Handwerk, was man gelernt haben muss, wo Objektivität dazu gehört, wo Dinge, wie Sie, Herr Marquardt, eben beschrieben haben, eher dem Journalismus schaden, wenn man nämlich den Eindruck hat, da soll manipuliert werden. Die objektive Berichterstattung, es gibt den schönen Spruch von Hans-Joachim Friedrichs, früher ARD-Tagesthemen, der mal gesagt hat, mach dich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten.
Wir leben heute, jeder macht sich mit fast allem gemein. Sie können fast jeden einordnen, bei jeder Berichterstattung über die Wahlen in Polen oder da, man ist immer Teil einer vermeintlich guten Sache. Und es da gibt, brauchen wir mehr Neutralität. In den Talkshows wurde oft auch ein Willkommenskultur-Begeisterungsjournalismus gepflegt. Da saß dann ein syrischer Apotheker oder Arzt, das war offenbar der Prototyp des Flüchtlings, großartig, dass wir den haben, aber die vielen unqualifizierten Analphabeten unter den jungen Männern, die wurden nicht gezeigt. Da wurde sehr einseitig gezeigt. Ja, auch das Thema, dass das vielleicht Arbeitskräfte sind. Sie haben vorhin gesagt, da freut sich der Arbeitgeber. Die möchte ich, dass wir uns die aussuchen und nicht reingeschwempelt. Aussuchen. Ein Einwanderungsland muss sagen, wir brauchen den und den und den. Was hast du für eine Qualifikation, Sprache und so weiter. Das ist Arbeits. Dann nehme ich Ihren vorletzten Satz mal als Appell. Wir sind nämlich am Ende der Sendung.